Jawohl. Achso. Warte doch, eigentlich das. Dann. Passt. Why I don't hear music? Because the fucking Lautsprecher doesn't work. The fucking speakers doesn't work. Ah, wisst ihr, was auch hilft? Auf Play drücken. Gut. Möchte nicht darüber reden. Mal schauen, was wir da haben. Epic. Ein grünes. Ein blaues. Ein Nix. So, wir werden jetzt ein bisschen reingrinden. Soweit eigentlich nichts Aufregendes. Ich habe sie in den Titel auch reingeschrieben. Um 14.15 Uhr muss ich dann weg. Da bin ich aber nicht lange aus, im Prinzip im Großen und Ganzen eine Stunde, eineinhalb. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann werde ich mir was zum Essen machen. Werde was kochen in dem Sinn. Und dann geht's wieder weiter mit Satisfactory. Da haben wir dann einen schönen restlichen Tag Zeit für das Ganze. Aber jetzt erstmal. Shop-Datens weiter granten. Ist ein bisschen ein Problem gerade. Es ist wieder Dragon Invasion. Und wie jeder weiß, bei Dragon Invasion werden Items sozusagen verbrannt. Im Sinne von, die Leute hauen es lieber in die Dragon Invasion rein, anstatt es in den Markt reinzuwerfen. Dankeschön. Die passen gut zu meinen anderen Rüstungen, die ich hier schon habe. 9,3 Millionen, 8,3 Millionen, wegen dem beschissenen Element. Feels a fucking bad, bruh. Ja, wie gesagt, Dragon Invasion, alles ein bisschen teurer gerade. Weil vieles verbrannt wird in der Dragon Invasion. Oder für die Dragon Invasion. So. Wollen wir da mal eine coole Brille aufsetzen? Mal eine real coole Brille. Mikrofon scheint zu funktionieren. Zumindest schlägt es halt aus. Wird passen. So. Sieben Gems. Oh, I'm waking up. Welcome to the new age. Thank you.
Ja. Die sind gerade auf dem Luftschiff. Ja, die bleiben da vorerst auch drin. Da warten wir einfach. Ness. Das Schöne ist, wir können noch immer Items hernehmen zum Rabattieren, die wir vom Turm haben. Also die 13 sogar. Wir verkaufen ja sowieso alles nur mit Verzauberung. Wegen zusätzlicher Erfahrung. Weil, warum nicht? Wenn da 1,41 steht, plus ein paar zerquetschte, dann haben wir 10%. Können wir mal wieder ein bisschen Experience grinden. Aber ich schon lange nicht mehr Experience grind. I catch you if you fall. Lololololol. Interessanter Content. Interesting Content. Wir müssen wieder ein bisschen Potter nachkaufen, so wie es ausschaut. That's not good. Weil der Fodder ist dementsprechend auch wahnsinnig teuer. Zumindest halt Schilde und Bögen. Die gehen uns anscheinend langsam aus. Aber das wird für einen hohen Preis drin sein, oder? Ja, gut, das geht jetzt gerade noch. Coffee time.
Der ist im Prinzip ein bisschen zu teuer, aber ich brauche die Bögen einfach. Die Bögen gefallen mir ja ziemlich gut für Vorder. Die reißen dir die Leute aus der Hand wie nix. Wie die warmen Semmeln. Wird nicht mehr allzu lange dauern, bis dieser Hangtip bricht. Der hat schon so komische Einschlüsse. Vertraue den Enkel nicht mehr. Das ist ein bisschen zu teuer. 5 Millionen für so eine Crap-Teil? Nö. Danke. Brauchen wir nicht. Das passt nicht. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade keine Mission aktiv von der leeren Dimension. Dementsprechend werden wir das auch nicht annehmen. Dauert jetzt sowieso 1,5 Stunden, bis die da durch sind. Von dem her kann man uns das mal abschminken. Wir hoffen wieder auf die Rabattquests oder eben Zuschlagsquests, weil die sind irgendwie am besten.
Die erledigen sich immer passiv, das ist halt geil. Dementsprechend werden wir weiter grinden. Ich versuche immer den ganzen Trash aus meinem Inventar zu bekommen. Könnte auch wieder nachschauen, ob es eventuell billigen Platin-Scheiß gibt. Warte mal. Billigen Platin-Stuff. Boah, das wird immer noch alles so über 35 Millionen sein. Gut, die Boots sind drunter. Ah, das ist nix. Das ist nichts Gescheites. Da kauft man nicht ein. Stupid for you. I'm so stupid for you. I'm so dumb as fuck for you. Schauen wir, dass wir das aus der Tasche bekommen. Das Inventar wieder durchclearen. Es ist ja immer der übliche Kampf gegen das Inventar oder mit dem Inventar. Schauen, dass man das wieder sauber bekommt. Meine, man muss es ja nicht sauber bekommen, aber ich stehe halt einfach drauf, wenn es sauber ist. Da habe ich halt einen Vogel, was soll ich tun? Das Ding ist halt, du bekommst immer so viel Crap nachgeworfen, dass du einfach nicht zurechtkommst oder nicht nachkommst mit dem Bergkaufen. Der ganze Shit. Schiede. Muss am Mann nur warten. Wir brauchten auch noch ein paar Geister, damit wir die restlichen Rüstungen verzaubern können. Weil die halt wegzubekommen wäre auch gut. Die sind ja alle selbst produziert in dem Sinn. Ja. Man muss halt ganz klar sagen, wenn ich jetzt die Rüstung hernehme, die Rüstung hat 7,2 Millionen, das heißt so um die 14,4 Millionen oder lass es von mir aus 15 Millionen sein, bekomme ich durch die Rüstung an Profit. Weil wie gesagt, ist ja selber produziert, von dem her ist es wert, Teil zu verkaufen. Die Verzauberung, ja, die fressen sich selbst auf sozusagen vom Preis her. Weil... Und die fressen nur ein bisschen was von Item. Und Profit des Item. Aber ja, es gibt halt doppelte Erfahrung. Also, das nehmen wir in Kauf. Vor allem, weil der Skill halt einfach noch immer bug ist, so wie es ausschaut. Zumindest nicht so berechnet wird, wie es eigentlich dasteht, gell. Er wird ein bisschen anders berechnet und dementsprechend, ja, zahlt das hier einfach aus. Das wird irgendwie aufs gesamte Item berechnet oder so, keine Ahnung. $77! Wow. Crazy, you think you're crazy, that's my fam. Boo da boo, boo da boo, boo da boo, that's my fam. Boo da boo, da boo da boo. Los! Make a fucking move, bro. Gasoline. You have to move a little bit. Do me the favor. And move your ass. Der Tier wird. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Wie ist das Wertbefinden? Du.
Spinnt mein Chat? Hä? Ah. Ach, ganz gut. Habe in SD einen Grundstein gelegt mit Eingehen West. Nice. Stark. Ey, jetzt kannst du dir ein Händlerhandbuch des Abzeilen abholen. Oder halt den neuen Rang. Gratuliere. Sehr, sehr huge. Gratuliere, gratuliere. Wie lange spielst du denn eigentlich schon? Komm, Schleiße. Das ist halt schon. Also ein G zu erreichen ist schon eine gute Leistung. Liegt bei mir nur ein bisschen fern, weil ja, dauert halt einfach. Speziell wenn ich mit Platin-Zeug immer wieder nachkaufe und selber halt nichts produziere, um es zu verkaufen. Deswegen geht der Profit eigentlich immer spärlich hoch, sage ich mal. Aber wir kommen voran. Sag mal, wir haben über die letzte Zeit ja ziemlich was reingepumpt. Zumindest Eigenkapital ist gestiegen, bis dann geht nicht mehr. Aber Eigenkapital ist halt wurscht, gell? Das Einzige, wo man ein bisschen glänzen kann mit, das ist die Erfahrung. XP Grind. Gibt es überhaupt ein Maximallevel? Weiß man das? Max Level 100 oder so? Keine Ahnung. Auto Surcharge, immer wieder gern gesehen. You know why. So, Ringe. Boots. Ihr dürft gerne Platin kaufen, das ist kein Problem für mich. Wie läuft's da? Noch nicht mal angefangen. In einer Stunde fangen die erst an. Die wollen kein Platin. Was ist mit denen?
Tasty und Beta. Okay. The Boots. 24 Millionen. Let's go. Mal schön schauen, dass wir die Crap-Items wegbekommen. Es ist schon wieder Nacht. Ich will ja diese Woche, oder wir investieren ja diese Woche in die Schmelzhütte. Und ich würde gerne 225 investieren. 225 Ticks. Ja. Genau das, was ich jetzt zur Verfügung habe. Wir können es eigentlich reinwerfen, weil wir haben gerade vor und nachgekauft. Wir haben noch ein bisschen Platin-Stuff auf der Tasche. Platin-Stuff wird sowieso billiger werden zukünftig. Also wenn das nächste Goldstadt-Event kommt. Ja, werfen wir es rein, oder? Dann ziehen wir mit Rogue gleich. Let's go. 34,5G. Bye bye. Yeah, wir sind sogar vor ihr. Ha! Nice! Ganz knapp vom Thron geworfen. Aber von den Tickets her sind wir gleich. Das heißt nur, dass ich einmal öfters investiert habe, wo noch kein Favorit drauf gelegen ist. Oder drauf war. So, das heißt, wir haben unser Invest für diese Woche gemacht. Dann muss ich wieder ein Foto davon machen und an Mutal schicken, weil er sieht ja mein Invest-Level nicht. Wegen den weirden anderen Shit, dem Bann. Mal schon öfters darüber geredet. Der absoluter Schwachsinn ist, aber okay. Was wirst du tun? Not change. Mutal. Plus, Datei hochladen. Dieser da. ja. Von 734G auf 773G. Passt. 6, 7, 37, ja. Sechs, drei, das ist neun. 39. Richtig, ja. 39 gegen irgendwas. 38,5, wenn man es genau nimmt. 38,5 G. Okay. Nehmen wir auch für Surcharging her, warum nicht? Ich hoffe, dass der König langsam mit den blauen Platin-Schuhen abfährt. Aber mir ehrlich gesagt ganz lieb. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir Kohle bekommen, gell? We need some money, though.
Oh! Ich wusste doch, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis mal wieder ein Legendary rauskommt. Sehr schön. Gleich Double Proc. Nimmt man gerne. Mal auch fotografieren, weil es gerade so schön ist. Brauche ein paar Fotos für den Discord, also rein damit. Warte. Warte. Ah, nice. Download. Die kommen natürlich gleich in den Markt rein. Am liebsten hätte ich die auf Legendary, damit ich die endlich im Sammelbuch habe. Weil ich würde die gerne meinen ganzen Zauberrittern anziehen. Ich finde, die Rüstung passt irgendwie zu denen. Ich hab's ganz gerne, wenn die Units von der gleichen Klasse auch die gleichen Rüstungen haben. Damit es leichter übersichtlich ist. Unterm Strich auch natürlich komplett wurscht. Aber der innere Monk will, was der innere Monk will. So. Wir haben da eh noch einen Slot frei. Garfunkel. Garfunkel. Was kriegt man für die? 90. Sollte man da nicht mehr kriegen? Nein, auch oft gebraucht, oder? Nee. Aber es ist ja für 300 rein. Da kommt man auf nichts Grades. Oh no. Discord. Job Titans Builder. Boom. Everything you want, but you can't have. Number one regret, no daybacks. The hole in the chest, that's payback. So. Das haben wieder die Arbeiter gebracht. Ich habe es eh schon oft erwähnt, aber Creme de la Creme und der andere Scheiß, da wo eben 100% mehr Sachen verkauft werden von den Arbeitern, der ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Weil wenn die da mit 20 Items rankommen, verkaufen sie denn den Shit halt für was, ein bisschen was an Geld halt, ein paar Millionen halt. Und wenn du da dann ein, zwei von denen verdoppelst und verkaufst, hast du das schon wieder drin. Und der Rest ist dann einfach nur noch reiner Profit. Also das ist das Beste, was du überhaupt haben kannst. Profittechnisch. Und eigentlich für Eigenkapital auch und so. Und less skill. Schaut so komisch aus, wenn da wieder Millionen stehen und nicht ein G. Wir müssen da schnell wieder hoch mit dem Geld. Geht ja mal gar nicht, hä? Talente! Warte mal, im Prinzip habe ich jetzt nur noch ein Talent, das ich mit Gems freischalten kann. Das andere, haben wir gesagt, ist dann das Sammelbuch. Cool. Das heißt, wir können uns dann wieder auf was anderes fokussieren. Da haben wir eh noch mehr als genug Sachen. Zum Beispiel hier die Erweiterung. Es geht, glaube ich, bis 87 hat es geheißen. Wenn ich mich jetzt nicht mehr täusche. Oh ja. Ich
Dann, also wären da noch einige Gems rein zum Investieren. Dann würde das eigentlich auch noch auf dem Plan stehen, wobei ich ja spekuliere, ob ich nicht auf die Level 90 gehen soll dafür. Weil das wird wahrscheinlich eher eintreffen, wenn ich auf Level 90 grinde. Ah ja, schauen wir mal. Karma, Karma, $128. Wow. Was? Da war es gleich. Da muss noch ein 1er her. Ein 1er, 8 und ja, 9.
Dann sind die 10% endlich voll. Weil die Kunden sind schon wieder so langsam. Was ist denn da? Es ist schon wieder gefühlt 80% der Zeit nur Nacht. Reloggen hier. Geht immer gar nicht. Fuck. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber wird schon gepasst haben. Wir haben bald wieder ein G voll. Yeah, unser heute gemachter Gilden-Discord füllt sich langsam. Du hast einen Gilden-Discord? Cool. In welcher Gilde bist du denn? Ja, das ist immer irgendwie schön, wenn dann auf dem Discord langsam was los ist, gell? Ich finde den Discord generell geil mit den ganzen Threads, mit den ganzen Kanälen, die du da einstellen kannst. Und wenn er dann wirklich tatsächlich jemand anfängt, Bilder reinposten oder halt Konversationen starten, ist schon lustig. Das fördert die Community halt ungemein. Ja, immer wieder schön. Ich freue mich auch immer wie Schnitzel, wenn irgendwer was reinpostet. Heiko First. Sind ein paar Neulinge drin? Nice. Sehr nett. Heiko First. Nice. Welches Level hattest du eigentlich, Tierwirt? Beziehungsweise darf ich mal dein Profil anschauen? So, haben wir da was Neues? Ja, haben wir. Göttliches Element. Sixth Scene. War es nichts Neues? Shield? Nope.
Gerne, gibt ja nur einen Sturmi. 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 Hey, da ist er. 51, das ist ja geil. Gildeninfo. Gilde besuchen. Ah, schön, noch ganz klein. Sehr gut. Boah, ich würde auch so gerne einen Level 1 Hatcher wieder beginnen, so nebenbei. Aber das ist halt leider nicht erlaubt. Das wäre ein bisschen sowas, was ich gern machen würde. So Community, ein Community Ding. Second Account. Das wäre cool. Laden aufsuchen. Hey, Papa Schlumpf, servus. Ui. Da ist schon die Profi-Aufstellung, jawohl. Da weiß einer, was er macht. Das passt. Sehr gut. Und anscheinend Tipps abgeholt von Solitar, gell? Nur Regale und Waffengestelle. Zwecks beste Lagerkapazität und so. Nice. Ja, ein bisschen. Ja, das ist ja das Gute. Man braucht sich nur an das halten, was Solitar eben einen so beibringt. Dann macht man schon mal nichts falsch. Papa Schlumpf, wie geht's dir? Ja, das ist auch schade, dass es nicht erlaubt ist. Aber geht ja wegen den Dias, ja klar. Also das... Ist ja auch logisch nachgedacht, wenn du jetzt an mehrere Accounts hättest, weil die Leute würden das auf jeden Fall abusen. Die würden dann halt einfach hergehen, du bekommst beim Event, bekommst du immer eine gewisse Anzahl an Gems. Ist es egal, welches Event es ist, du bekommst immer eine gewisse Anzahl, vorausgesetzt du schaffst das Event natürlich. Ne? Und jetzt gehst halt her, farmst von mir aus mit 10 Accounts nur die Events, die Diamanten ab, was jetzt nicht wirklich schwer ist, muss man sagen, wenn man ein gewisses Level hat. Und dann gehst du mit deinem Main-Account her, stellst irgendein Item sau überteuert rein und kaufst es mit den anderen eben für Dias. Da kannst du die Dias sozusagen, zwar die Steuern abgezogen, aber die kannst du auf deinen Main-Account schicken. Und genau das wollen sie halt vermeiden, dass sie nicht gratis Gems raushauen. Weil bei den Events kann man ja grundsätzlich sagen, das sind gratis Gems oder Dias. Also ich verstehe, warum sie es nicht erlauben wollen, dass du mehrere Accounts besitzt. Es ist schade, weil ich wirklich lieben gerne so nebenbei Level 1 ein bisschen mitzocken würde. Aber ja. Gut, Wochenende ist. Jawohl, hoch die Hand, Wochenende. Eigentlich bin ich nur wegen die ganzen Muddis hier. Du bist nur wegen den ganzen Muddis hier. Was bei mir im Chat, oder was? Ich glaube, die ganzen Muddis, die schlafen noch oder so. Oder sind nur auf der Arbeit. Da muss ich dich leider enttäuschen, mein Freund. Die sind noch nicht da. Nice.
Komm, ein Legendary geht noch. Ah, fast. Wie es ausschaut, dürfen wir wieder Bücher farmen, weil, ja, da nichts rausschaut. Oh, Papa Schlumpf, wenn du Alekdona meinst, also die kommt sicher irgendwann mal wieder online und macht sogar dann selber einen Stream, also da kannst du auch vielleicht zuschauen. Dann hast du deine Mutti. Okay, sogar ein Unterwäsche, ja, keine Ahnung. Da musst du fragen, ob sie vielleicht einen OnlyFans-Account hat. Aber sonst, ja, Shoutout. Da kannst du dann reinschauen bei ihr. Aber leider ohne Webcam, dann ja. Ist vielleicht Verhandlungssache, wer weiß. Ja, wie gesagt, da haben wir die 10%. Nice. Die ersten 10% sind schon wieder gemacht. Perfekt. Ich glaube, da werden wir jetzt dann zukünftig wieder mal hart reingrinden. Dass wir das Level boosten bis zum geht nicht mehr. Wir werden da gegebenenfalls ein bisschen was umstellen vom Verkaufen her. Schaut zwar profittechnisch dann nicht viel raus, aber trotzdem. Aber du meinst, es kommt auf den Preis an. Ich möchte da nichts sagen. Also normalerweise tut sie es nicht, gell? Aber du kannst sie ja mal fragen. Dann siehst du eben, welche Antwort du bekommst. Zumindest ich weiß nichts davon, dass sie irgendwas macht in der Richtung. Weil sie hat so mehr als genug Arbeit. Ehrliche Arbeit. Ehrliche und harte Arbeit hat sie. Für eine Frau. Ich glaube, ich lasse das. Oh ja. Da könnte schon eine saftige Antwort zurückkommen. Ja. Da muss ein bisschen aufpassen. 32 Millionen, das ist gut. Das ist von 34 Millionen kurz runtergegangen. Okay, jetzt sind wir da auf 34 Millionen. Okay, wir steigen auf 35 Millionen. Wird es mehr? Wird es mehr oder kommen wir noch ohne Probleme auf die 50? Nein, es ist schon bei 35,8 Millionen. Und ich habe jetzt kein Geld mehr. Fuck. Feels a fucking bad, bro. Wir kommen nicht mehr auf die 50, weil wir keine Kohle besitzen. Wir sind arm. We are poor as fog. Yes. I need some money. Give me money. Wie viel brauchen wir jetzt? 43. Wir haben hier. Okay. Wir kaufen schnell ein paar Parask ein. Harasks. Okay, vielleicht doch nicht. Sind Schweine teuer, what? Das ist nur das Billigste. Also die Geister und die Elemente sind schon wieder wahnsinnig übertrieben.
wahnsinnig übertrieben. Aber ein anderes Thema. Ein Vorteil, was man beim Zug hat, man braucht keine Stromleitung. Man muss einen Bahnhof mit Strom versorgen und die Schienen sind auch Stromleitungen. Und beim anderen Bahnhof kann man den Strom nutzen für Fabriken. Oh, das ist fein. Spart dir die zusätzlichen Stromleitungen, das ist schon mal geil. Also hat es sehr wohl einen Vorteil. Und wie viel kannst du mit einem Zug sozusagen in einer Minute transportieren? Weil es geht ja im Prinzip darum, wie viel du in einer Minute transportieren kannst im Verhältnis zu Förderbändern. Ne? Nur noch die restlichen einkaufen. Schweine teuer. Wo ist es? Da waren wir 5,9 Millionen. Müsst mich verarschen. Es ist total overpriced. Ja gut, dann nehmen wir halt andere Geister her. Also, in erster Linie mal so. Dann machen wir so. Die machen wir so. Da noch einen übrig, wo hauen wir den drauf. There it is. Hast du da die genaue Rechnung? Oder bist du gerade am Schreiben? Also weißt du, wie viel Teile deine Züge pro Minute verschleppen? Wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es ja um nichts anderes. Dass du das, was du produzierst, auch abtransportieren kannst, beziehungsweise wegfördern kannst. Litecoin. Das ist in the dropping. War die richtige Entscheidung, da auszusteigen. Nice. Genau so ist das. Ja, das kommt drauf an. Ein Waggon hat 32 Plätze. Wenn du das jetzt mit Items befüllst, die einen größeren Stackgröße hat wie Schrauben, kann man mehr transportieren als Items mit kleineren Stackgrößen. Aber es kommt auch auf die Fahrzeit vom Zug an. Umso länger der fährt, umso geringer ist die Transferrate. Ja, das ist klar. Man kann aber auch mehrere Waggons an einen Zug hängen, aber dann wird er dementsprechend langsamer werden, oder? Du hast, glaube ich, gesagt, man kann auch mehrere Züge, also mehrere Züge dranhängen, oder? Dass er schneller geht. Also sprich, dass du nicht nur eine Lok hast, sondern zwei Lok. Locke. Was ist die Mehrzahl von Lok? Zwei Lok.
Man kann auch mehrere Loks dranhängen. Loks ist die Mehrzahl, alles klar. Loks. Locken. Man kann mehrere Locken dranhängen. Das klingt doch viel schöner, oder? We are out of Locken. We need to produce more Locken. Also man kann einen sehr, sehr großen Zug bauen, wenn das benötigt wird. Ah, nein. Okay. Ja, was hast du lieber? Also jetzt, da du da mehr oder weniger den Vergleich hast, was gefällt dir mehr? Gefällt dir mehr die Förderbänder oder gefällt dir mehr die Lok? Also der Bahnhof. Ich teste gerade bei mir, ob der Zug auch die gewünschten Transferrate erreicht, die ich brauche. Okay. Eben, dann musst du wieder neu drüber rechnen, nicht? Man muss dann wieder andere Formeln mit anderen Formeln rechnen, weil, so wie du gesagt hast, du musst ja die Strecke mit einberechnen und alles drum und dran. Gonna make the time move slower. Förderbänder, weil die einfacher sind, ja. Das dachte ich mir. Das ist halt von der Rechnung und von der. Ja, von der Rechnung einfacher. Von der Rechnung einfacher. Would you please give me a good quest? I would really appreciate it, bro. Wir brauchen noch 21 Punkte. In Quests. Sieben Stufe 3er Quests. Bim, bilde ding. Thank you. Also Itemmenge durch Fahrzeit in einer Minute ist die Formel für die Transferrate. Okay. Kriegst du die Fahrtzeit angezeigt? Also wenn du jetzt dann sagst, vom Bahnhof A zu Bahnhof B, dass dir die Strecke berechnet wird, wie viele Minuten der braucht? Weil dann ist es natürlich einfach. Okay. Wer da?
Man sieht die Transferrate sogar am Bahnhof. Er muss nur ein paar Mal fahren und damit er den genauen Wert angezeigt, weil das so einen Durchschnittswert. Ach so. Das wäre easy. Das ist ja dann eh komplett easy zum Rechnen. Aber würdest du dich mit Zügen auch schneller über die Map bewegen? Also ist man mit Zügen ja, schneller unterwegs sozusagen? Oder haben da auch eher die Förderbänder die Nase vorne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die Förderbänder dich schneller über die Map bringen. Was habe ich gut mit Förderbändern? Aha, okay. Gibt's ja nicht. Will da keinen Sack Platin kaufen, was? Oh, good mate. Good mate. Schauen wir gleich. Jawohl. Garfunkel ist heute on fire. Let's go. Oh,
Somebody's watching me. Oh. Texte sind schon wieder weg, die was wir in der Früh gekauft haben. Wow. Okay, der ganze Crap geht ziemlich schnell dahin, muss ich sagen. Ist das nicht? Okay. Ihr habt da nichts drauf verloren. Ihr kommt drauf. Du. Up, falsch. Falsch. Okay. Nice. Wir werden wieder her über den Crap. Auto Surcharge. Double Auto Surcharge. Oh. Also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber mit Auto Surcharge. Mal angenommen, ein Platin-Zeug oder so wird Auto gesurcharged. Du ersparst dir zwischen 3 und 5 Millionen Gold. Weil das würdest du fürs Fodder brauchen. Dementsprechend einmal Auto Surcharge bei Platin ist gleich 3 bis 5 Millionen zusätzlicher Profit. Oder halt Profit generell. Sonst ist eben die Rechnung der Einkauf des Platin-Items selbst und dann noch 2 oder 3 Stücke an Fodder, die du einkaufen musst. Beim Fodder ist natürlich wegzurechnen, dass es nur um die Hälfte verringert wird. Also wenn du jetzt dann sagst, dass der Grundwert ist 1 Million, dann würdest du noch 500.000 dafür bekommen. Aber meistens musst du jetzt aus dem Markt für das Doppelte kaufen, sage ich jetzt mal. Weißt du, hast einen Verlust von 1,5 Millionen. Jetzt nur mal eine Hausnummernrechnung, damit es leichter zum Rechnen ist. In meinem Fall, mein Fodder, den ich einkaufe, das zum Beispiel hat jetzt irgendwas bei 3 Millionen gekostet und der Grundwert ist bei 1, irgendwas. Der Grundwert ist bei 1,75. Das heißt, man kann es sich ausrechnen. Den Grundwert dividiert durch 2 und dann halt das, was es gekostet hat. Dann siehst du, wie viel du Verlust hattest. Weil egal welches Tier ihr gerade verkauft, also ob es jetzt Stufe 13 ist, Tier 13, Tier 12, Tier 11, Tier 10, ist egal. Je nachdem, welche Größe ihr habt. Ihr solltet schon immer so drüber rechnen, dass ihr vom Markt einkauft und dann beim Verkaufen, also beim Surchargen, dass ihr dann halt noch Profit macht. Weil das ist ja der Sinn vom Handeln. Dass ihr Sachen billig einkauft und dann teurer verkauft, um irgendwie im Plus auszusteigen. Und je besser ihr die Übersicht im Markt habt, desto besser könnt ihr das natürlich ausnutzen. Speziell sage ich nochmal, Platinzeug ist, wie eh schon so ziemlich jeder weiß, sehr billig im Markt zu kaufen, wenn gerade Goldstadt-Event war, sage ich mal. Weil direkt während dem Goldstadt-Event kommen die meisten noch nicht dran zum Produzieren, weil sie es noch nicht freigeschalten haben. Die meisten schalten es erst zum Schluss frei, kannst du sagen.
und haben dementsprechend noch nichts produziert von den Item, von den Platin-Item. Aber ebenso, ein paar Tage nach dem Goldstadt-Event merkt man so richtig, dass die Preise... Also, dass man sehr billig einkaufen kann. Da immer ein Auge drauf haben. Wenn ihr Plus machen wollt. Aber gut. Es gibt natürlich mehrere Varianten, um an Geld zu kommen. Man kann auch rein mit dem Markt spielen und man kann irrsinnigen Profit erwirtschaften. Selbe Prinzip. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Mehr ist es nicht. There is nothing, there is not more to it. Okay. Broken home to me, I take a shot of memories and black out like an empty stream. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one that you Großen und Ganzen müssen wir schon wieder für nächste Woche vorarbeiten, gell? Weil für diese Woche haben wir schon investiert. Ja, das heißt, wir verkaufen einfach mal alles, was auf Tasche ist. Wir haben jetzt eh noch schön Zeit. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden so. Ja. Eine Blödsinn. 2 Stunden sogar. Mehr als 2 Stunden. Was? In der Zeit kommen sicher wieder ein paar Arbeiter auch vorbei, die uns ihr Zeug verticken wollen. Normalerweise sollten wir in den 2 Stunden so um die 2% Erfahrung auch noch schaffen können. Normalerweise. Aber wie gesagt, den Slot, den werde ich auf jeden Fall für Level 90 freischalten, glaube ich. Das hat jetzt nicht so eine Eile. Es ist natürlich ein guter Slot, ist keine Frage, aber trotzdem. 15.000 Gems oder die, also ist halt schon eine Hausnummer, gell? Auto Surcharge, big.
Ja, besser als nix. Brauchen wir einen von denen. Tada! Das kaufen. Ach, was echt? Okay. Ein Fehlschlag tut halt immer weh. What? Wir haben schon wieder 2G. I'm waiting for you. Wir haben 4500 normale Rollen. Wir haben 900 Ascending Shards. 900 Ascending Shards, dann können wir ohne weiteres wieder ein Prozent quasi freischalten. Ich würde gerne sehen, ob ich dafür im Markt was bekomme. Die scheiß Dinger, die gehen überhaupt nicht weg. Kostet mich sowieso an. Ist nicht für Gems drin. Pass auf, 6,5 sind
Ja, für 10 kann man es ohne weiteres reinwerfen, würde ich sagen. Das heißt 15. Let's go. Bro. Hey! Drachen Invasion ist losgegangen. Beziehungsweise die Verteidigung. Nope, kriegst du nicht. Hau ab. Die ersten drei sind schon down. Nächster Drache down. Bin ja nur auf die Fresse. Haha, der hält's auf gleichen Level. Nice. Oder sie, keine Ahnung. The next dragon may fall soon. Ah, der rote Drachen ist auch down. Let's go. Neue Quests wären gut. Waren noch immer 20 Punkte. Für unsere wöchentlichen 50. Kriegst du nicht! Von den Erfahrungsbechern her können wir ohne weiteres wieder mal einen neuen Champion ranholen. Aber ich sag mal, soweit bin ich eh zufrieden mit meinen. Da brauche ich jetzt erstmal nichts austauschen. Weil Turm des Terrors funktioniert ja, also brauchen wir da mal nichts rumbasteln. Aber ich brauche natürlich eine größere Auswahl an verschiedenen Helden. Spezielle Elemente natürlich halt. Jetzt habe ich ja zwei Dancer zusätzlich drin, gell? Und ich wollte eigentlich noch ein paar vernünftige Krieger mit reinholen. Aber welche ich da nehmen soll, weiß ich nicht, weil die alle irgendwie so scheiße sind. Also Barbas ist geil. Das ist eine absolute Einheit, der Typ. Mords Agro, Mords Lifepool, Mords Abfahrt. Ich
Mit crap equipped, by the way. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass sie ein paar bessere Optionen für Tanks hätten. Zumindest da bräuchte es noch Skill-Anpassungen, weil du hast ja wohl unterschiedliche Sachen. Aber grundlegend ist halt so, wenn du einen Tank haben willst, dann brauchst du nur auf Defense gehen. So. Auf Life, das kriegt er eh passiv mehr oder weniger dazu. Da brauchst du nicht wirklich drauf schauen, das meine ich damit. Wenn du einfach Rüstung hochstackst, dann hast du auch hohe Zahlen für den Tank dann. Das ist auch irgendwie eine coole Tank-Variante, die Leibgarde. Sie hat schon irgendwie Potenzial, gell? Aber trotzdem, solange da nicht 300 steht, Bonus durch alle Gegenstände mit Schild plus 300%, wird das halt nichts, gell? Dann würde sie zwar wahnsinnig krass scalen, aber ja. Oder lass es von mir aus 200% sein. Habe ich hier schon oft genug erwähnt. Yeah, gas! Drop, drop, drop! Drop in the fucking hell! Do it! Do it! Was? Mir gehen die Helme aus. Was? Wir haben jetzt noch 811 Items auf der Tasche. Da wäre natürlich recht, wenn wir die verbrauchen würden. Ich glaube, ich mache mal den Dolch fertig, damit er endlich aus der Tasche ist, oder? Genauso wie das Buch. Das heißt, wir werden das mit den Elementen und den Rüstungen erstmal weglassen. Und dann nur noch die Dolche und die Bücher spammen, damit die vom Tisch sind. Oder aus dem Inventar sind. Boutique. Nope. Das ist so ein Scam. Thrash and Dust. Hey, Crazy Moon, servus. Servus, servus, wie geht's dir denn? Wie weit bist du schon mit deinen Diamond Painting? Mit den zwei Tigern? Zwei Tigerbabys. Ja, geht schon.
Crazy Moon. 64. Wer sie noch nicht kennt, das ist die Crazy Moon. Die hat mir meine Emotes gemacht. Die gute Dame und auch mich sehr unterstützt von Anfang an. Und sie macht gerne Bastelarbeiten, Stricken, Mützen machen, Diamond Painting und was weiß ich noch alles. Eine gute Sache. Derzeit sammelt die Gute ein bisschen Geld für ihren neuen PC. Ihr Alter ist leider geschrottet. Er ist eingegangen, den hat sie zu hart benutzt und dann ist er abgeraucht. Ja. Unterstützt mit ihren Mützen und drum und dran. Gerne Obdachlose und auch den Marienkäfer. Das ist so eine Organisation, die mit einem Bus durch, wo durch Berlin, oder? Wo sind sie jetzt letztens rumgefahren? Jedenfalls, die fahren durch die Stadt mit einem Bus und verteilen da eben so Sachen an Obdachlose. Wie eben Mützen, Schal, Handschuhe, andere Sachen. Essen, glaube ich, auch, oder? Ne, Essen nicht, oder? Ah, ja, sowas von hart drangenommen. Durch München fahren sie, okay. Sehr sozial engagiert, die Gute. Leider krankheitsbedingt doch ein bisschen. Na gut, das erzählt sie euch vielleicht mal. Aber sie tut trotzdem, was sie kann. Das ist ihr hoch anzurechnen. Macht auch schöne Sachen. Ich habe bei der Wattet. Ja, kann ich gleich sein. Die liebe Crazy, weil ich sie lange genug genervt habe, hat mir sogar schon eine Mütze geschenkt. Gestrickt, beziehungsweise mit der Maschine gemacht. Das Geile ist, man kann sie wenden. Eine Wendemütze. Einfach der Hammer, sag's euch. Voll warm, also ich habe sie schon ein paar Mal aufgehabt. Voll geil. Danke nochmal dafür, Crazy. So, wir haben gesagt, wir wollen die Dolche aus dem Weg haben. Genauso wie die Buchbänder, gell? Mal schauen, dass wir das eben craften. Nichts zu danken? Ja, doch schon. Das ist nix. Ah ja, genau, die Autogrammkarte. Ja gut, das ist was Persönliches, das sage ich euch nicht. Die müsst ihr euch schon selber verdienen, wenn ihr die haben wollt. Ha! Kannst ruhig erzählen. Ja. Sind heute auch auf Theresienwiese auf der Demo. Der welcher Demo? Warmes Essen. Achso, okay, ja. Also der Marienkäfer verteilt warmes Essen, Trinken, Kleidung und Hygieneartikel. Also sehr geil. Kann man auch gerne. Crazy, du kannst gerne mal auch einen Shoutout für den Marienkäfer machen, wenn du willst. Ich glaube, der ist ja noch immer drin. Oder beziehungsweise, wenn du kennst den Namen, du hast ja den Namen. Farm Trucker etc. Demo. Ah ja. Da geht ja derzeit die Party ziemlich ab, gell? Zu Recht. Also ich finde das zu Recht. Weil die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, was Landwirtschaft bedeutet. Tatsächlich. Weil wenn du den Leuten sagst, wo kommt das Fleisch her? Dann sagen sie dir, ja, aus dem Supermarkt. Und natürlich sind das nicht alle, aber es ist halt trotzdem traurig. Dass manche es überhaupt nicht mehr wissen. Genauso wie die Schokoladenmilch kommt aus der braunen Kuh. Jo, die Crazy ist das sehr engagiert.
Wie viele Mützen hast du jetzt schon insgesamt für den Marienkäfer gemacht? Beziehungsweise für soziale Zwecke? Also 296. Stimmt es? Ja. 226. 2023 und Pauschals dazu. Meine Oma sagt mal, wo wir noch Tiere hatten, wozu brauche ich einen Bauern? Ich hole mir meine Eier im Supermarkt. Okay. Ja, gut. Eben. Das sind halt so Sachen, gell? Das ist halt immer so eine Sache. Ist schwierig. Da kursieren jetzt sowieso einige Sachen im Internet, also wo du dich echt fragen musst oder hoffen musst, dass das gestellt ist, weil so blöd, wie sich da wirklich tatsächlich manche anstellen, da schneißt er ab. Das ist normal. Also die glauben ja wirklich, dass das Fleisch, was sie aus dem Supermarkt kaufen, das erscheint einfach. Das ist wusch, ist da. Keine Ahnung. Schwierig, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, das ist klar, bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, weil der Körper halt einfach andere Sachen aufbraucht und dass da auf jeden Fall in gewissen, bei gewissen Industrien zurückgeschraubt werden müsste, das ist auch klar, aber das Problem ist halt, es wird halt gleich jeder in denselben Topf geworfen, gell? Jetzt dann sagst du, du hast eine riesige Industrie, wo wirklich Massentierhaltung ist auf und die armen Tiere wirklich scheiße dran sind, sozusagen, und du dann deren Fleisch eben billig kaufen kannst, dann werden auch vernünftige Bauern, die ihre Tiere ordentlich halten, die vernünftig pflegen und das Fleisch auch Qualität hat, die werden dann trotzdem in denselben Pot, also in denselben Pool mit reingeworfen und kriegen auch die ganze Scheiße ab. Das Problem ist halt immer das Schubladendenken von den Leuten. Wir lesen irgendwas im Internet, Tiermassenhaltung überall und bla 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 und jeder Bauer muss dann herhalten, obwohl die eh so gute Arbeit leisten und sich oft so viel antun, damit ja alles ordentlich ist und dass die Tiere auch ihr Wohl haben. Es ist schwierig. Die Leute können nur geradeaus denken. Die sehen nicht, was ringsum wirklich passiert, was Sache ist. Es ist schwer. Da blieb meiner Mom der Kuchen im Hals stecken. Nun schmeckt mir aber trotzdem mein Gordon Bleu von gestern. Sehr geil. Der Gordon Bleu ist stark. Gordon Bleu ist sehr stark. Ich war heute auch schon im Geschäft. Also ich war zuerst beim Zahnarzt. Und er hat mal ausnahmsweise nichts bohren müssen. Ich glaube zwar, es ist einfach nichts mehr frei zum Bohren, aber deswegen hat er nichts gefunden. Aber er hat nichts machen müssen, also verbuchen wir als Erfolg, okay? Ja, jedenfalls war ich dann im Geschäft und da haben mich auch ein paar Schnitzel angelacht. Aber die habe ich nicht genommen. War mir noch zu früh. Das war mir noch zu früher für Schnitzel. Was 55?
find it when I wake up and sleeping. Oh my god, should I read the warning on the label? I don't should proceed with caution, but I won. Kids, I do it often. I know I'm already gone. It's sad but true. I'd go to hell and back if I could go there. Schnitzel ab in Semmel mit Salatblatt, kannst als Frühstück durch. Also du bist hängen geblieben bei der Tastatur. Passt. Ja, das stimmt. Schnitzel mit ein bisschen Salat dazu und in einer Semmel drin. Ja. Hätte man gelten lassen können, ja. Aru. Arui. Bitte irgendwas mit Helmen. Gebt mir Helme. Where are those fucking helmets? Handschuhe. So, da mal wieder was reinschicken, es nützt nichts. Ist halt bei weitem effizienter. Schon wieder stärker geworden, die ganze Scheißpartie da, oder was? Ihr geht jetzt da rein, ist mir wurscht. Hey! Zuschlagsquest, immer wieder gerne. Naja. Könnte besser sein. Das.
Bin echt schon auf deine Ölfabrik gespannt, ja. Da wirst du Augen machen, ne? Pass auf. Da wirst du pure Passion, pure Verzweiflung, Angst und alle möglichen Zustände wirst du da sehen, wenn ich die anfange bauen. Da werden Gefühle kommen, sage ich dir. Überwiegend Verzweiflung wahrscheinlich, aber ja. Es ist 12:30 Uhr. Ich muss um 14:30 Uhr drüben sein. Das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde. Blödsinn. Fertig. Wait, what? Werde ich denn? Ein und ein Dreiviertel. Ein und Dreiviertel. Ja. Ein und Dreiviertelstunden. Nice. In der Zeit müssen wir Money machen, verdammt. We need more money. Soll ich die jetzt schon? Ja, komm, nehmen wir sie an. Bevor sie irgendwer wegnimmt, nehmen wir sie an. Also in der Zeit bin ich mir ziemlich sicher, bis die Quests erledigt sind, kommt sicherlich noch irgendwas mit Zuschlag oder Rabatt geben. Aber ist egal. Bevor sie verschwindet oder ein anderer sie nimmt, warten wir halt die eine Dreiviertelstunden ab. Der Fight eigentlich schon durch? Nee, oder? Nee, die fighten noch. Die fighten noch 3,5 Stunden. Nice. Wie weit werden wir circa kommen? Wir kommen circa bis hierhin. Okay.
So schlimm wird das nicht werden. Sagen wir mal. Nee. Also es wird sicher wieder ein bisschen was zum Tüfteln sein, aber ich glaube jetzt auch, dass es nicht allzu schlimm werden wird. Bei den Großen und Ganzen, was ich so gesehen habe, brauchst du da nicht viele Ressourcen. Den größten Teil brauchst du eh nur das Öl an sich und dann halt die Zuleitungen richtig setzen, so wie ich es richtig gesehen habe. Die Zu- und Ableitungen richtig setzen und schauen, dass halt nichts stockt und dann passt es, glaube ich, schon. Aber wir werden sehen. Ja. Ja. Also ich habe die Raffinerie, die habe ich schon mal aufgestellt gehabt und durchgeschaut, weil Rezepte, was man halt so braucht, nicht? Den Großen und Ganzen war da Öl. Produziert das, kommt das und das dabei raus und wenn du das mit Wasser kombinierst, dann kommt das dabei raus und dann kombinierst du das mit Öl und Wasser, bla 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 bla. Also ist halt einfach zum Drüberschauen. Zum Drüberschauen und zum richtig reinstecken. Mache ich denn mit den Grünen? Hm. Will ich die für Gems verticken? Kriege ich die für Gems überhaupt weg? I don't know. Probably. Da gehen schon wieder die Waffen aus. Well, damn. Ich glaube, jetzt sollte dann eh bald mal wieder die Goldstadt kommen. Das heißt, wir sparen uns auf jeden Fall die Ascending Shards. Ja, sparen wir uns einfach mal. Passt schon. Stufe 6 und das würde Stufe 8 brauchen. Das braucht grünes T6. Das ist gut. Hawk. Hawk a champ. Nice. Erster Testlauf sieht gut aus mit dem Zug. Nice. Hast du auch schon Sachen, die du produzierst? Die er transportieren kann? Oder ist das jetzt nur mal der Bahnhof, den du jetzt aufgestellt hast? Nur der Bahnhof und das Uran, was eher ein Rohmaterial ist, liefere ich her. Der Uran.
Also wenn wir dann irgendwann wieder auf 10G sind, dann sind wir bei der Fein, dann können wir wieder gut Platin nachkaufen. Also zumindest so um die 150 Stück oder so. Doppelt verzaubert wohlgemerkt. Und dann kann man sich eben so hocharbeiten wieder mit dem Geld. Also das ist immer so eine Sache. Wenn du sagst, du kaufst für 10G ein, dann machst du da unter dem Strich, was weiß ich, 20 bis 30 Profit, 30%. Wenn es gut geht, 40%. Das heißt, aus 10G werden 14G. Aber es dauert halt natürlich immer, wenn du es so verkaufst. Versteht sich. Falsch. Not bad. Am liebsten wäre man natürlich, wenn da einfach mal Legendary kommt, gell, von den Dingern da. Brauche ich da nicht so lange rumscheißen mit denen. Weil unterm Strich müssten wir dann sowieso mit dem Sammelbuch weitermachen. Jetzt haben wir mal gesagt, wir machen die zweite Seite voll. Jetzt haben wir eben gerade beim Dolch. Nippel ist voll, das ist voll. Okay, Bögen wäre dann das nächste. Rüstung. Da ist noch viel zu tun. Okay. Also Dolche. Dann haben wir jetzt gerade das Zauberbuch am Start. Die auf der zweiten Seite passt. Die Kiste, die ich von Elke habe, macht mir Angst. Ein Kerl knattert und PC meldet schlechte Luft. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Umgebungssensoren. Schniefsensoren. Geile Sache. Die können jetzt nicht nur mithören, die können auch schon mitriechen. Technik schreitet voran, passt auf. Okay, ich muss mal kurz schauen, wer da gerade gekommen ist. Bin gleich wieder da.
Sehr gut. Ah. Sind nur die Oldies wieder da? The Oldies are back home. Beweisbild ist bei in WhatsApp. Luft schlecht. Stark. Ja. Ja, die Computer lernen nie aus. Meinst du, wie blöd ich geguckt habe? Es ist schon ein Wahnsinn, was da alles möglich ist. Aber gut. Gibt Schlimmeres, gell? Könnte da bitte mal irgendwas gekauft werden? Ist das im Bereich des Möglichen? Wäre das im Bereich des Möglichen, dass da irgendein Shit mal gekauft wird oder so? Please. Please. Weiß ich jetzt nicht. Sagen wir das für. Ich glaube 35. Ja, 25 wäre eigentlich gerechtfertigt, gell? Wenn ich sage, ich will 90 für den anderen Scheiß haben, dann wäre 25 gerechtfertigt. Das sind 20 wären 60. 60 Dias, wenn es hochkommt. Wenn es verkauft wird, so. Ist okay. Da helfen die ganzen Lufterfrischer nichts. Was? Irgendein Sensor von was weiß ich wo hat das halt gemeldet. War ein Zufall, dass der gerade fastet. Ja, aber das ist sowieso. Welcher Sensor soll das sein? Wenn im Prinzip irgendwas bei der Lüftung halt, ne? Das ist ja klar. Aber da wird doch da unterm Strich nur Wärme und Kälte aufnehmen können, oder? Weil was würde das für einen Sinn haben, Geruchsding drin zu haben? Ja, kompletter Schwachsinn. Auf jeden Fall interessant. 11%! Nice! I could see it in my head. Lose it in my head. Stream Elements, was bietet ihr mir denn an? Sponsorings. Hm.
Das wäre mal dann mein zweiter Krug Wasser heute. Also 2 Liter in dem Sinn haben wir das schon mal. That is good. Speziell nach dem Training immer wieder wichtig, viel zu saufen. Champion zählen müsste ich eigentlich auch mal machen, gell? Also wenn ich 2 10er Legendaries hätte, dann könnte ich 2 machen. Ich meine, gut, ich könnte auch noch direkt weitere Pots machen. Also die da. Kann man dann auch nochmal bald 10 Stück machen. Was rede ich? Bald 20 Stück sogar. Nice. Fehlt nur noch einer, dann kann man 20 Stück von denen machen. Das heißt, wir hätten dann genug. Oder weil. 20 Stück sind 4, sind 6 Helden, die wir, 6 Champions, die wir machen können. Wie viele gibt es insgesamt? 10, einen haben wir schon 7, also brauchen wir da noch 3. Okay. Okay. Wie teuer ist denn ein 10er Legendary derzeit? Wird doch noch immer schweineteuer sein wahrscheinlich, oder? Xena Legendary. Ah, okay. 15? Das wäre es mir tatsächlich wert, gell? 17? 50, okay, da wird es dann schon zu hoch. Ja. Yeah. Also 15 ist jetzt alles andere als schlimm, gell? Ja, lassen wir es mal. Vielleicht wird es noch billiger. Es hat ja keinen Stress mit den Champions, also wir sind ja so immer noch stark genug von der Truppe her, also brauchen wir da überhaupt nichts machen. Klar, wenn meine Helden ein bisschen besser wären, dann würden wir effektiver die ganzen Sachen auf Extrem abfarmen können. Wie wir wissen, je mehr mir die Leute auf Extrem schicken, desto mehr Kisten kommen, beziehungsweise Schlüssel kommen dabei raus. Was halt zusätzlichen Loot gibt. Und in den Kisten können auch Legendaries drin sein. Ich verweise nochmal auf die Kiste, die habe ich leider nicht fotografiert, aber die hatte 2 Legendaries drin, Büchse der Pandora und Nachtdolch.
Das war dann schon irgendwo viel, was man aus einer Kiste bekommt. Also soll heißen, die haben auf jeden Fall großes Potenzial von, vor allem auch wegen Ascending Shards und anderem Shit. Das heißt, wir werden vielleicht bei den Helden nochmal nachrüsten. Irgendwann mal. Wollen wir vielleicht mal einen extra Stream dafür, wo wir uns nur mal um die Helden kümmern. Damit die mal wenigstens auf den neuesten Stand kommen, weil die sind ja im Prinzip scheiße equipped. Schaut euch den an. Der hat irgendeinen Müll an. T11, T12. Skills, obergeil. Wobei da schon das andere gut wäre. Glaube ich. Der Kriegsmeister, oder wie der heißt. Ja. Ältester Kriegsgott, jawohl, genau der. Das sind, glaube ich, die Biss-Skills, die er haben kann. The Ninja. Glaube ich halt. Schade. Habt ihr schon das Legendary gesehen? 5G! Stretch. Oder zumindest mal durchbewegen. Double Auto Surcharge. Park. Okay, das ist Königszeug. Das verticken wir noch an den König. Die verticken wir an den König. Da haben wir dann noch 10 auf Reserve. Jetzt könnte ehrlich gesagt mal wieder Sondra auftauchen. Der war schon ewig nicht mehr da. Beziehungsweise generell mal ein paar Arbeiter. Manchmal treten sie dir die Türe ein. Manchmal kommen die überhaupt nicht. Hat das irgendwas mit den Wochentagen zu tun? Kann es sein? Immer auf extrem. Voll. Ist mein Stream tatsächlich so delayed, kann es sein? Nee, okay. Na dann ist gut. Hatte vorhin keine Zeit zu schreiben. Achso.
Ja, eins ist schon weg. Nice. Kommen wir später wieder, alles klar. Tschüss, Papa Schlumpf. Wie gesagt, am Nachmittag gibt es dann Satisfactory. Ah, keine Helme drin zu haben, ist halt fail, gell? Ich hatte gestern Stummstream Mittagszeit, hä? Haben sich ein paar eingefunden, einfach nur Musik gelauscht. Ob sie zugeguckt haben, wie ich Diamond Paint gemacht habe? Keine Ahnung. Bei zwei wusste ich, die arbeiten nebenbei. Okay. So kam ich mal etwas schneller voran als immer quatschen. Und wenn ich auch eine Zunge hatte, als würde die noch in der Weinflasche stecken. Oh weh. Oh weh, oh weh. Ja, eh fein. So Lurker sind schon ganz wichtig. Warte, du hattest gestern auch gestreamt, echt? Wann warst du da dann online? Warte mal, wann bin ich zu... Ich bin erst am Abend nach Hause gekommen, genau. Da war ich nur eine kurze Zeit online. Manchmal kickt's rein. Bin klar bei Verstand, kann was machen, aber labern geht null. Ja, es sind halt die Tabletten wahrscheinlich, gell? Ja, von 12 bis 15. Achso, ja, gut, da war ich auf der Arbeit. Wo war ich arbeiten? Tarot. Ja klar, jetzt wollen sie natürlich wieder alle auf einmal Platin haben. Seine Arschlöcher. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Helme. Wow. Das geht langsam der Shit aus zum Verkaufen. Das ist nicht gut, though. Gestern Nachmittag noch die Maschine vorgeknöpft. Ah ja, wie lief's denn? Hast du den Fehler gefunden?
Fehler, jo, aber naja. Die machst halt zu viel Spiel nun von der Kurbel, die innen vom Motor abgeht. Damit springt das Zahnrad und kann sich nicht mehr richtig bei Widerstand verhaken. Ja, aber wie geht es? Wie geht es, dass das quasi kaputt geht? Einfach zu hart gegrindet oder was? Zu hart genutzt. Also zu viel in dem Sinn. Schlechtes Material bei mir, würde ich sagen. Darf im Grunde nach so wenig nicht schon Verschleiß haben, ja eben. Okay. Ja, ist sie dann jetzt kaputt oder was ist da jetzt? Ist das, wenn ein Autogelenk anfängt zu wackeln? Ja. Ist das Teil dann jetzt sozusagen im Arsch? Sie ist defekt, weil sie bei Minimalzug durchrattert. Kann keinen Widerstand halten. Kurz um defekt Motor hinüber, einfach das Schreiben und gut. Ist auf jeden Fall ein Garantiefall. Wo mache ich das? Aber wenn ich das jetzt schreibe, also ich kann es ja im Prinzip nur bei Amazon schreiben, dann müsstest du das Teil ja zurückschicken. Das haben sie jetzt erneut, dass du das zu 100% immer zurückschicken musst, ne? Amazon bei den Artikeln Notfalls Kundenservice sollen sie Etikett Hermes oder DHL dir schicken zum Ausdrucken und du gibst es mir. Okay. Dann kann ich das Kann ich den Code nicht dir geben? Also ich bekomme ja das Etikett-Scheiß da zum Ausdrücken geschickt. Das kann ich ja dir schicken, damit du das dann ausdruckst und dann kannst du es ja zurückschicken, oder? Oder wie ist das? Genau, okay. Oh, jetzt gleich mal schauen, pass auf. Amazon. Meine Bestellungen. Die letzten 3 Monate, 23. Mach's, wenn Zeit hast und gut ist. Vor Montag geht das eh nicht weg. Wegen Zeit, Dänisch, Kerl und so, außer Hermes, das geht eher, weil er dann auch Shop
vorbeikommt wegen Tanke. Ja, Stress hat es ja keinen, aber wenn es erledigt ist, ist es erledigt. So, pass auf. Deinen Artikel anzeigen. Baller, falsch. Warte, wieder mal verkaufen. Ethereum Classic. Okay, wo ist das jetzt? Schreib eine Produktrezension. Nein. Das will ich nicht. Ich möchte... Wo ist die Bestellnummer? Ich dann zum Kundensupport. Kundenservice ist da. Hab oft den Kundenservice einschalten müssen, das heißt mit denen chatten, also mal out of stream machen. Okay. Hilfe bei einem Artikel, Hilfe bei einem anderen Problem. Einen Artikel ersetzen. Wenn du einen beschädigten, fehlerhaften oder falschen Artikel erhalten hast, der kannst du weiterhin. Oder ersetzen. Wenn du eine Bestellung bei einem externen Verkäufer aufgegeben hast oder die Bestellung nicht für den Ersatz geeignet ist, wähle Artikel zurückgeben aus. Gib auf dem Bildschirm nichts Bildschirm. Ja, aber das lässt er mich doch nicht bei meinen Bestellungen. Bei meinen Bestellungen, pass auf. Kommen wir da nochmal retour. Und zwar. Bestellung, okay. Würde es bei anderen Sachen gehen? Das ist jetzt hier die Frage, gell? Beispiel: diese da. Deinen Artikel anzeigen. Einfach immer, was? Einfach mal gucken auf das Gesicht mit dem Mann klicken, wenn geht das irgendwann doch in Chat kommst. Deswegen unten am Bildschirmrand, unten auf Kundenservice gehen, ja. Machen wir das einfach so. Rezession. Stellungsdetails. Stellung aufgegeben September.
Einstellungsdetails. Das ist das. Okay. Machen wir gleich. Ey, ein Arbeiter. Ey, der verkauft mir Schrott. Nice. Problem und schauen, dass denn das Problem, weil ich die oft nicht schon geärgert habe, ja. So, auf Artikel bestätigt, Produktsupport. Nicht das Richtige. Zugestellt angegeben, aber es ist nicht hier. Beschädigter Artikel, Artikel defekt, funktioniert nicht, Rückgabe der Satz. Rückgabe oder Ersatz. Okay, wie können wir bei diesem Artikel helfen? Anders als das, was bestellt wurde, nicht erwünscht, Teile fehlen, etwas anderes. Rückgabe der Ersatz. Du kannst für die meisten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt eine Rückgabe beantragen. Weitere Informationen zu Rückgabe findest du. Ja, gut, das zählt nicht mehr. Benötige weitere Hilfe. Jetzt Anruf anfordern, jetzt Chat anfordern. Hast du 24 Stunden Zeit? Du kannst den Chat nach Wunsch pausieren oder fortführen. Jetzt chatten. Genau, jetzt Chat. Hallo, vielen Dank, dass Sie uns kontaktieren. Chat-Assistent Amazon, ich bin hier, um Fragen zu beantworten und eine richtige Person zu finden, die Ihnen hilft. Wenn Sie eine Nachricht von mir erhalten, können Sie auf die Schaltfläche klicken, um zu antworten. Probieren Sie es. In Ordnung. Ordnung Küche, ja. Chat-Assistent, Kundenservice. Benötigen Sie Hilfe dabei? Ja, genau. Es sieht so aus, als ob dieser Artikel am Samstag, 16. September zugestellt wurde. Womit kann ich Ihnen helfen? Rückgabe oder Ersatz? Bei der Senderverfolgung stellen, ne? Ich möchte mehr Informationen über Rechnungen herunterladen. Nein, ich benötige Grenz. Ich möchte mehr Informationen zu den Produkten oder zu den Rückgabebedingungen haben. Bei der Sendungsverfolgung steht zugestellt, aber ich habe es nicht erhalten. Rückgabe oder Ersatz erstatten. Was ist mit dem Artikel passiert? Ganz anderen Artikel hatten. Dieser Artikel stimmt nicht mit dem Jedikt oder Defekt. Nicht mehr erwünscht, benötigt. Geschädigt oder defekt. Etwas anderes. Geschädigt oder defekt. Okay, was ist passiert? Dieser Artikel und die Produktverpackung. Alles einschließlich der Versandpackung. Nur der Artikel ist beschädigt. Okay, geben Sie mir einen Moment, um zu sehen, was ich tun kann. Tut uns leid zu hören, dass ein Problem mit diesem Artikel. Leider kann dieser Artikel nicht zurückgegeben werden. Ja. Montag, Oktober abgelaufen. Weitere Informationen, ja, haben Sie Fragen dazu? Hätte dazu eine weiterführende Frage. Zentrum, so ein Problem, wie sind das suchen? Vorher beginnen, Information möglicherweise gleich oder neu beantworten. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie mit unseren Kundenservice chatten oder einen Rückruf anfordern. Was würden Sie gerne tun? Ich will mit dem Kundenservice-Zentrum von vorne beginnen, Hilfe per Chat erhalten. Bitte geben Sie weitere Details
zu Ihren Anliegen. Unser Kundenservice wird in Kürze übernehmen. Mittlerweile möchten Sie okay. Wie kann ich ihn? Hallo. Es geht um das oben beschriebene Produkt. Alles. Dass das Gerät nach ein paar Mal benutzen entdeckt wurde. So, schauen wir mal. Es soll heißen, Nachricht gekommen, oder was? Deshalb würde ich mit Ihnen Rücksendung gegen Stattung weiterhelfen. Das verfügbare Rücksendungsetikett ist eine vorfrankiertes Rücksendungsetikett. Eine Erstattung auf die ursprüngliche Zahlungsart dauert 7 Werktage. Wenn die Erstattung als Geschenkgutschein veranlasst wird, wird der Betrag in 24 bis 48 ersichtlich. Was bevorzugen Sie? Ich bitte Sie, den defekten Artikel zu retournieren. Sobald wir den Artikel erhalten, bekommen Sie. Okay. Wenn. War die ursprüngliche Zahlungsart nur eine an Geschenksempfängeradresse. Zahlungspart. Sie wird den Artikel zurück. Ja, das machen. Time.
Erfolgreich steht der Rücksendungsticket für den Artikel. Bestattung wird bearbeitet, sobald der Artikel retourniert wird. Können Sie bitte Ihre Mailbox überprüfen, ob erhalten haben oder nicht? Können Sie bitte überprüfen und uns mitteilen. Sollten Sie die E-Mail nicht erhalten haben, erhalten Sie die E-Mail automatisch in einigen Minuten. Was ist denn das? E-Mail-Adresse, Rückgabe, jawohl, Rückgabe, Rückgabe und Erstattungs, okay. Habe die E-Mail erhalten. Danke für die Bestätigung. Gibt es sonst noch etwas, bei dem ich Ihnen heute helfen kann? Dank, Sie haben mir sehr weiter geholfen. Danke. Okay. Okay. So. Crazy, bist du da? Du dürfte noch in der Küche sein, nehme ich an. Schauen, ob ich sie über WhatsApp erreiche. Oh fuck. An Freund senden. Geben hier die E-Mail-Adresse ein.
Bitte drucken Sie. Drucke dieses Rücksendeetikett für mich aus. Vielen Dank. Kopiere meine E-Mail-Adresse, Herr Post. Mal schnell. So, perfekt. Jetzt geht's dann weiter mit Shop Titans. Noch eine Dreiviertelstunde. So, wir sind auch nicht mehr allzu weit von 12% entfernt. Das erfahrungstechnisch geht's auch ab. Ah. Warte mal, ich habe doch Ihre E-Mail-Adresse. Habe ich Ihre E-Mail nicht? Da-da-da-di-da. Das ist eine neue Nummer. Epic! Every Epic brings uns näher to a Legendary. Dragons have been killed. Amazing. Acht Stunden, 6:03. Welcome back. Ich habe dir gerade auf WhatsApp geschrieben gehabt. Kannst du mir nochmal deine E-Mail-Adresse geben? Vielleicht auf Discord schicken oder so, damit ich es besser rauskopieren kann. Dann würde ich dir nämlich gleich das Etikett schicken. Ich hatte jetzt gerade eben einen zum Chatten und dem habe ich halt gesagt, dass du meintest, das wäre ein Garantiefall, weil etwas defekt ist. Und der hat dann gleich gesagt, ja, Etikett kommt, Abfahrt. Das heißt, du müsstest das Teil nur zurückschicken und dann, ja, war's das. Bekomme ich das Geld wieder anscheinend. Legendary! Ah, zwei blaue sind auch nicht schlecht. Ah, dafür ist die Titanenrüstung jetzt Legendary. Pass auf. Passt. Ja. E-Mail-Adresse. Da kommt die E-Mail-Adresse rein. Dieser Link wird am
wird bis zum 19. Januar 2024 funktionieren. Gell? Nachricht, bitte drucke diese Rücksendeetikette für mich aus. Vielen Dank. E-Mail abschicken. Eine Kopie an meine Adresse. Also bis zum 19. muss gilt der, gell? Gilt die Rücksendung da. Okay. Und wenn das Geld dann da ist, dann werde ich dir Geld so schicken für deinen neuen Computer. Oder willst du nochmal so einen Teil haben? Stellungen, was? Posteingang, no reply. Das ist zum Rücksendeetikett, ja passt. Hast du es bekommen? Jetzt die Frage, ob ich das richtig gemacht, ob die das richtig gemacht haben, denn ich habe das Teil bekommen und die haben deine Rücksender genommen, aber Österreich, und ich weiß nicht, ob die Post schlau genug ist, dass die das Etikett annehmen. Du hast die Ösi-Etikette und nicht Germany, okay? Und das nehmen sie dann nicht, wenn jetzt an die Kundennummer und die Bestellnummer und das ganze Register stimmt. Das nehmen sie dann nicht, oder was? Sind sie da wieder zu deutsch, oder? Arschleichzeug. Wenn ich Pech habe, nicht, da es ja von Deutschland aus verschickt wird. Das ist gemacht für Österreich. Hast du da irgendwas in deiner History drin bei Amazon? Na gut, probieren wir es mal, und sonst müssen wir es nochmal neu ansuchen. Dann wollen wir es nochmal verklickern. Oder kostet es was? Kostet es was, wenn du es jetzt so versuchst? Beziehungsweise, wenn du es einfach bei der Post erklärst, was da Sache ist, meinst du, das wäre ein Problem? Ah, okay. Ja,
Ja gut, wenn sie sagen, wir machen es nicht, dann muss ich da halt nochmal reinschreiben. Und dann werde ich sagen, dass es auf deine Adresse, sprich halt Deutschland, machen soll. Ne? Wir haben nur noch Postannahmestellen. Nächste Filiale, richtige Post, ist 20 Kilometer weg. Aha, okay. Okay. Das ist schon wieder schwer mit dem Erklären, gell? Ja, aber da denke ich mir halt einfach, weißt, wenn es Etikett eh die Bestellnummer oder Historie und was auch immer drauf hat, dann ist es ja scheißegal, ob es im Prinzip in Öseland oder in Deutschland zurückgetragen wird, weil ist sowieso fucking Europa. Für was haben wir denn scheiß EU dann? Wenn nicht mal das funktioniert. Ja, probieren wir es mal, ja. Probieren wir es einfach mal. Ja, wozu haben wir EU? Das sind schöne Sterne im Kreis, ja, genau, ja. Die EU, ja. Pusht nur bei den Preisen rein, zerstört alles rundum wirtschaftlich mit Auflagen und was weiß ich was, die kein Mensch einhalten kann. Und wird von ganz woanders gesteuert, nur nicht von uns. Absoluter Schwachsinn. Ich denke, werde später heute auch auf Stream gehen. Mal gucken, wie Bild fertig bekommen. Jawohl. Das ist gut. Sag dann Bescheid, wenn du online bist. Oh, reinlurken. Du musst mal wieder reinlurken. So. Schaffen wir die 12% noch? Das ist hier die wichtige Frage. Come on. New shit to sell, Mods. Aber damit geht ringsum die Ware aus. Was soll denn der Dreck? Der mal überhaupt nicht. I'm out of stock. Sucks. Relax schaffe ich mit der Kiste nicht. Kein Problem. Das ist kein Problem. Browser an 20% Frame-Auslastung. Auslassung. Stark. Läuft. Oder läuft nicht. Arise in gas. Oh my fucking god. Nice. Uh,
The Rising Gas. Aber sowas von. Wir haben noch 486 Items auf der Tasche. Davon sind noch 112 unverzaubert und der Rest ist Crap zum Fusion. Das Amulett muss weg, das muss weg, das muss weg. Jawohl, nehmen wir gleich einen Angriff. Schilde haben wir auch nicht mehr allzu viele, Bögen auch nicht mehr. Uff. Waffen haben wir nichts mehr. Wow. Vielleicht war es ein Fehler, so viel zu investieren auf einmal. Na gut, in dem Sinn müssen wir sowieso warten, bis das Platin-Zeugs wieder billiger wird. Das ist einfach zu teuer. Na gut, unter 35 Millionen ist eigentlich noch okayisch, gell? Aber dass der fast 36 Millionen kostet, das ist ein Brecher. Ist zu viel. Der Song hat gerade was. Ah ja, der ist nicht schlecht. Das generell die Playlists von denen, das kann man eigentlich immer wieder spielen. Klar trifft es nicht jeden Geschmack, aber es ist immer so in dem Bereich, wo du sagst, ja, ist eigentlich okay. Ich muss da trotzdem ein bisschen was nachinvestieren, weil leere Gestelle sind halt der größte Fehler, den man machen kann. Jetzt hätten wir da halt nur von Haus aus 6 Millionen Profit. Beziehungsweise, nee, nicht mal mehr. Ja doch, passt schon. 6 Millionen Profit, aber jetzt müssen wir natürlich die Elemente und Geister auch noch dazu kaufen. Und das ist shit. Meine Boots gehen immer gut und die sind auf 33,7 Millionen derzeit. Das heißt, da schlagen wir ein bisschen zu, jetzt schon wieder 35 Millionen.
Aber wenn man jetzt rechnet, wir gehen jetzt mal von einem Durchschnittswert von 35 Millionen aus, okay? 35 Millionen. Jetzt müssen wir noch die Elemente draufrechnen und die Geister. Meine, wir haben noch Licht, aber das brauche ich für die Titanrüstung. Fünfunddreißig Millionen pro Stück. Eigentlich hätte ich ja Helme gebraucht, gell? Die sind einfach zu teuer. Billiger geworden, okay. Okay, also Element können wir schon mal mit 4 Millionen dazu rechnen. Das heißt, 35 sind 39 Millionen. Brauchen wir noch einen billigen Geist, aber ja. Da fängt der Shit halt an, gell? Ich mache hier keine VODs, habe dennoch auf zwei Spur die Musik. Somit schon okay. Nee. Liebe den riesen Pulli da, wo drei Leute wie du reinpassen würden. Der geht runter bis unterhalb Knie. Ich wollte einen riesen Pulli damals, dass ich wie eine Decke in einem habe. Einfach sau warm und bequem. Also so Hoodies, also so riesige Pullover, ist sowieso immer das Geilste. Das habe ich auch ganz gerne. Okay. 39 Millionen plus, sagen wir mal, 5 Millionen, aber das wird noch teurer werden. Was sagen wir mal, Hausnummer 5 Millionen. Sind wir bei 44. Da machen wir nur immer 6 Millionen Gewinn. Müssen wir machen. Müssen wir machen, ist jetzt nicht ganz bad, würde ich mal sagen. Nicht optimal, aber auch nicht ganz bad. Da kaufen wir gleich zusätzliche auch für die anderen Titanrüstungen. Weil da ich die Titanrüstungen produziert habe, sind die im Prinzip ein Profitgeber. Ja, für Bett genial sind Haxen nicht mit weg. Oh, schön. Oh. Okay, das ist jetzt noch für die Titanrüstungen. Ferrari. Sehr gut. Der zweite Liter des Tages ist geschafft. Gibt bald wieder einen Sockenstrick-Dings. Gibt bald wieder mal einen Sockenstrick-Dings. Was ist ein Sockenstrick-Dings? Heißt das, du wirst mal wieder Socken on-stream stricken? Stream, jawohl, eben. Alles gut. So, jetzt haben wir da mal eingekauft. Mal da ein Legendary ausfassen. Oh, come on. Okay. So,
Das Problem der Helme haben wir noch immer nicht gelöst. Aber wir haben zumindest mal wieder ein paar Waffen. Tarask. Wie lange brauchst du denn jetzt eigentlich? Feuerrote Socken, geil. Wie lange brauchst du denn jetzt eigentlich für eine Socke? Was hast du da letztens gesagt? Die sind halt leider auch so schnell verklaubt, gell? Das ist fucking bad, bro. Bruh. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder an Geld rankommen. Das ist halt die Problematik, wenn du so viel investierst und gerade die Sachen nicht günstig im Markt sind. Da ist es eigentlich fast besser, du machst nur über Produktion und über die Arbeiter, die reinkommen. Weil sparst dir unterm Strich was. Zumindest Zeit. Ja, wenn du durchgehend durchgrinden kannst, dann ist es besser, wenn du trotzdem einfach Sachen rauskaufst. Auch wenn du jetzt nicht von mir aus 10 Millionen Profit pro Item machst, sondern eben nur 5 Millionen oder was. Aber, ja. Je nach Garn für eine einzelne Socke 4 bis 10 Stunden und Größe halt. Einfach zugucken, jawohl. Mach mal. Machen wir. Auto Surcharge. Da haben wir wieder das Licht drauf. Da haben wir da noch 50 Reserve für die anderen, die da irgendwann mal kommen werden. Nice. Broadcasting better. Info an dich. Mach auch gerne Diamond Builder fertig, falls mal auf Idee kommst, ein spezialisiertes Bild dir als Geschenk. Mal überlegst, etc. Oh, okay. Okay, das heißt, wenn ich für irgendwen ein Geschenk brauchen würde, könnte ich dir auch sagen, hey du, crazy, mach mir mal ein Diamond Painting. Nice. Kann man sich vormachen lassen, muss der dennoch fertig machen. Ja, ist klar. Ja, das wäre mal eine Geschenksidee. Vielleicht komme ich da mal drauf zurück. Wieder ein Epic. Another Epic is Hog. Nice.
Genau, wir hatten ja da schon einmal einen Fehlschlag, gell? Wir hatten da schon mal einen Fehlschlag bei dem Scheißteil. Where are the 12%? I need them. Give it to me. Gibt genug Seiten, wo du das nach Wunsch herstellen lassen kannst. Ja, aber wie jetzt an? Ich kann mir nach Wunsch des Vor-, des Grunddings her, oder halt zumindest sagen, ich will das und das haben, dann machst du mir die Diamonds drauf, oder? Also das Diamond Painting, also die Arbeit drauf. Oder wie meinst du das? Breaken. Müssen wir da ein paar reinbauen, weil uns langsam das Dings ausgeht. Auf Surcharge. Du nimmst ein Bild und gehst auf Seite XY, lässt es dir in deiner Wunschgröße herstellen und schickst es mir oder lässt schicken. Und ich pack die Steinchen drauf und versiegle es. Okay. Eben. Geil. Wo bekommst du die Steinchen her? Werden die da mitgeschickt oder wie läuft es? Oder musst du die quasi selber kaufen, die Steinchen? Werden mitgeliefert. Das Farbe alles stimmt. Ah, sehr geil. Das ist schon mal gut. Wenn du den Shit alles selber kaufen müsstest, dann wirst du auch deppert. Da wirst du Vögel als deppert herrscht. Wir wurden überall unterbotet. Wir sind überall unterbotet. Das ist bad. So, wie schaut's aus? Ich möchte meine 12% haben, verdammt. Die Zeit läuft mir davon. Müsste ich einfach wieder drüber rechnen, gell? 12 mal 141. 12 mal 141. Okay, bei, wenn da ein 9,2 steht, dann haben wir's. Don't play the part, play the victim. Throw a pity party with the demon.
There it is. Nice. Dann mal wieder was vom Tisch. Genau so wollen wir das nämlich sehen. Jetzt werde ich aber trotzdem noch die anderen, die mir zur Verfügung stehen, fusen. Und werde versuchen, da auch noch einmal einen Legendary rauszuholen. Damit wir das eventuell noch für den Markt haben. Weil wenn wir schon mal zwei epische auf der Bank haben, dann können wir den Rest auch zusammen fusen, um im Endeffekt ja, ein mögliches Legendary zu haben. Dann passt das schon mal. Nice. Beispiel-Link habe ich dir geschickt. Muss man vergleichen. Gibt auch welche, die über Amazon das machen. Vergleichen lohnt sich und Bilder speziell mit Gesichtern oder mehr als eines Bildgröße erweitern, sonst sieht man es nicht so gut. Okay. Ja gut, wenn es dann soweit ist, dann reden wir da uns sowas immer noch mal zusammen. Weil ich das mal tatsächlich als Geschenk brauche. Da musst du mir dann eh sagen, wie lange man dann im Endeffekt für das Bild braucht, je nach Größe halt. Damit ich das früh genug bestelle. Wir sind gut in der Zeit, wir werden noch auf die 12% kommen. Das ist optimal. Ah, jetzt droppt der Shit schon wieder. Willst du mich verarschen? Come on, entscheide dich. Warte mal, war da nicht Light It Up auch dabei? Farben und so kannst du richtig einen ins Knie äffen. Also eine Bild 90x40 schaffte ich mit jeden Tag 8 bis 10 Stunden dran sitzen in 10 Tagen. Wow. Aber das war echt hardcore. Ja, das hört sich hardcore an, ja. Und bestellen musst auf 4 bis 6 Wochen rechnen, bis hast. Ah jo. Okay. Also das ist dann etwas, schon etwas Spezielleres. Aber eben, wenn es mal ist, dann... nice. Instant abgeschlossen. Da komme ich dann sowieso nochmal auf die zurück. Da müssen wir eh reden, wenn es so ist. Wenn es so ist. Ich kann es dir ja nicht versprechen, ob ich das mal brauchen werde. Aber es ist auf jeden Fall irgendwo schon eine geile Geschenksidee. Normal reicht mir 4 Stunden arbeiten, dann bin ich. Dann bist du durch. Bist du fertig mit der Welt. Ja, wie hast du das dann geschafft? 10 Stunden dran hocken? Und das für 10 Tage? Wait, what? Hä? Wo sind die 12%? Scam? Hallo? Total Scam.
Lottery. Wenn du es an Weihnachten willst, zum Beispiel September bestellen, bis in, was in Oktober, ja. Ich war nicht ganz nüchtern und die Depri-Phase kickte da rein und dann war es fertig, okay. Da hat man echt alle Zeit der Welt, wenn man Oktober, November arbeiten kann und Dezember dann liefert, dann das noch passende Bildrahmen, die es selbst besorgt, okay. Okay, einfach behirnen. Epic. Noch ein Epic! Das ist gut. Das ist schlecht. Warte mal, jetzt haben wir eigentlich genug für einen Legendary-Versuch, oder? Warte mal. Ne, nee, eins fehlt, okay. Was wir uns aber machen könnten. Wenn du jetzt natürlich einfach ein Legendary prockt beim Buch, dann bin ich auch nicht beleidigt, zwinker, zwinker. Das wird doch sicherlich möglich sein, ne? Weil was ist denn schon dahinter? Wenn nichts davor ist. Ah, fuck you. Gut, dann produzieren wir mal das. Den Rest produzieren wir so. Können wir von mir aus so machen. Well, hell, why not? Warum stehen da noch keine 12%? Okay, da müssen wir noch genauer rechnen. Eins, vier, eins, acht, neun, mal 12. Wird aber trotzdem schon da sein. Der Prozent, die 12%. Oh nee, warte, stimmt. Also da muss jetzt noch, da muss jetzt 2,68 sein, passt. Da jetzt 2,68 ist und ein paar zerquetschte, dann haben wir's. Rechne einfach 3 Monate vorher, dann bist du safe. Sehr gut. Beautiful. There it is. There it is. 12%. Nice. So. Uns gehen trotzdem die Items aus. Wir müssen auf jeden Fall nachkaufen. Da könnte ich die Chakrams hernehmen. Um die Tische voll zu klauben. Aber ja, das will ich jetzt erstmal nicht. Ansonsten sind wir eh ganz gut leer geworden. Wir haben jetzt nicht mehr viel Crap im Inventar. Den haben wir so gut es geht alles verkauft. Die Quests sind auch durch. Es ist genehmigt. Halt! Da werden wir auf die Fresse bekommen, nehme ich an, oder? Ne, es sollte gehen. Isse! Oh, boom! Schlüssel! Was will man mehr? Da werden jetzt wieder 3 Legendaries drin sein, pass auf. Okay. 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 Ja, gut. Man kann nicht alles haben. Drei göttliche Elemente. Warum eigentlich nicht? Okay. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen.
Ich würde den Stream beenden. Wie gesagt, ich muss jetzt mal weg, eine kurze Zeit arbeiten, dann einkaufen, dann richte ich mir was zum Essen. Und dann ist eh schon Nachmittag. Und dann werden wir wieder mit Satisfactory reinstarten. Dann gehen wir endlich die Ölproduktion an. Das wird spannend werden, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Das heißt, das werden die ersten Schritte sein bei der Ölproduktion. Aber ich denke, wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme und vernünftig drüber schaue, dann werden wir das schon irgendwie schaffen. Und natürlich halt probieren. Weil das ist ja das Um und Auf, dass man es einfach mal ausprobiert. So. Gut vorangekommen. Hier gerade, ja, doch, bin zufrieden. Auf jeden Fall. Später, ja, danke schön. Also ich bin hier auf jeden Fall gut vorangekommen. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Wir haben sogar ein Legendary Gesammelbuch bekommen. Ja, mein Inventar wurde ein bisschen leerer. Wir haben investiert und trotzdem noch ein bisschen Platin auf der Bank oder auf der Tasche. Plus die Titanrüstung, was wir wieder in Profit umwandeln können. Also wir sind safe. Wir können das einkaufen und verkaufen. Den Fluss können wir halten. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, in dem Sinn. Vielleicht bis später, passt auf euch auf, bleibt gesund und ansonsten, man sieht sich. Bye.